Meine aktiven Freunde und willkommen zurück auf diesem Video. Ich bin der Silbermatze und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt, hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es schon mitgekriegt, längere Zeit, beziehungsweise gewissermaßen eine längere Auszeit, habe ich kein Video mehr gemacht, mir Krankheit geschuldet. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt so allmählich und langsam wieder auf dem Weg, fit zu werden. Und es geht so mal langsam, aber sicher voran. Heute ein paar Worte zum Gold- und Silberpreis und dann abschließend noch ein paar Worte zum Thema Silber. Ist mir wichtig, weil mir ist aufgefallen oder ich habe festgestellt, dass das vorletzte Video sehr, sehr gut angekommen ist, was das Thema Silber betrifft. Wir müssen sowieso noch ein paar Worte jetzt auch zu den Kommentaren und so weiter loswerden, aber dazu später mehr. Gold- und Silberpreis. Ja, also 15,36 Euro pro Feinunze Silber. Ich mache es jetzt nur in Euro, weil einen Dollar habe ich jetzt nicht ganz so im Kopf. Und 1386, ein paar zerquetschte Euro pro Feinunze Gold. Also dieser Schluck, der am Montag begonnen hat, der direkt nach unten ging, ging dann wieder nach oben. Also hat sich jetzt sozusagen direkt wieder ausgeglichen. Insofern alles easy. Ich finde immer noch, nach wie vor gute Gelegenheiten für das eigene Portfolio, für den es halt interessiert. Mehr möchte ich auf diesen Gold- und Silberpreis jetzt nicht eingehen. Ich meine, es ist ja auch gewissermaßen selbsterklärend und jeder kann auch da ein bisschen nachgucken, wie er diesen Gold- und Silberpreis für sich halt eben wertet. Jetzt ein paar Worte zu den letzten Kommentaren, die mir auch wichtig sind, bevor ich dann in das Thema Silber einsteige. Hat einer geschrieben, er findet das zwar gut und hat es seine Aussage dann auch wieder relativiert, aber zunächst erstmal gemeint, ich lebe in meiner eigenen Welt, was das ganze Thema Gold und Silber betrifft. Und dann kam noch ein anderer Kommentar, da komme ich auch noch drauf. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. In der eigenen Welt leben, nur weil ich Dinge feststelle und die publik mache, die viele übrigens, wie zum Beispiel Thomas Schulte, ja, bekannt als der Silberjunge oder der Silberpapst Markus und viele andere eben auch schon genauso wie ich festgestellt haben und die Realität einfach nur widerspiegeln. Ja? Es ist meiner Meinung nach mittlerweile schwer geworden, in der Öffentlichkeit seine Meinung sinnvoll und ehrlich preiszugeben, sodass man manches Mal immer Gefahr läuft, als Person oder als Experte, wie auch immer, ja, diskreditiert zu werden, nur weil man die Realität widerspiegelt, liebe Freunde. Ja? Und die Realität ist nun mal so, ob das nun einigen Zuschauern da draußen passt oder nicht, ja? Dass eben Vorsorge, persönliche Vorsorge, mittlerweile sehr, sehr schwer geworden ist. Mitunter auch deswegen, weil die Europäische Zentralbank, in Klammern EZB, eben so eine Politik fährt, wie sie Politik eben fährt. Und jetzt muss man neutralerweise einfach mal feststellen, dass eine Großbank oder eine europäische Zentralbank im Prinzip, und das ist ja dann schon die Erklärung dahinter, gar nicht die Fähigkeit haben dürfte, überhaupt Politik zu machen, ja? Weil das wiederum gegen eine demokratische Diplomatie bzw. gegen einen demokratischen Staat steht. Ja? Also wenn jetzt Deutschland Demokratie für Demokratie steht, liebe Freunde, dann darf es nicht sein, dass eine europäische Zentralbank ihrerseits Finanzpolitik machen kann, wie sie lustig ist. Ja? Und genau das tut sie aber, indem sie zum Beispiel die, seit ewigen Zeiten diese Nullzinspolitik fährt. Ja? Und Deutschland und viele andere Länder in Europa, betrifft ja nicht nur Deutschland einerseits, sondern andererseits ja auch die ganzen anderen EU-Staaten, sich dagegen nicht wehren kann, weil Erklärung dahinter, früher es so war, dass Staaten mit ihrer eigenen Währung auf andere Währung reagieren konnten, indem sie zum Beispiel die jeweilige Landeswährung ab- oder aufwerten, ja? Dementsprechend anpassen, was Zinspolitik betrifft. Das geht nicht mehr, weil das mittlerweile der EZB obliegt, das zu entscheiden. Und allein dieser Aspekt, liebe Freunde, ist ein völlig undemokratischer Zustand. Ja? Deswegen nochmal
ich weiß nicht, inwiefern ich dann, und das ist jetzt nicht böse gemeint, weil ich nehme das auch nicht persönlich, aber das ist nur eine neutrale Feststellung, ich dann in dem Sinne in einer anderen Welt leben sollte. Nur weil mir dieser Zustand bekannt ist, beziehungsweise weil ich diesen Zustand durchschaue, ja, und versuche auf meine Art darauf hinzuweisen, in was für Missständen wir zurzeit leben. Und noch einmal, es darf nicht sein, und es ist egal, ob das Deutsche sind aus Deutschland oder ob das Griechen aus Griechenland sind oder Engländer aus England, Amerika und so weiter, das spielt keine Rolle. Es darf nicht sein, dass Menschen diskreditiert werden aufgrund ihrer Meinungsbildung, liebe Freunde. Das darf nicht sein, ja? Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es einerseits YouTuber gibt, andererseits Blogger gibt oder wiederum auch normale Menschen, die in ihren eigenen Umkreisen, Bekanntenkreis etc. und so weiter ihre Meinung kundtun und zu dieser Meinung stehen, ja? Das ist ganz wichtig, liebe Freunde, weil sonst werden wir irgendwann vergessen, was es bedeutet, frei zu sein und frei zu leben. Und noch einmal, zu dieser Freiheit gehört nun mal eben auch Geld bzw. Wohlstand, auf der anderen Seite Vorsorge. Das ist wichtig, ja, weil sonst kann man sein Leben nicht entwickeln. Und ein Leben entwickeln, so wie man möchte, das ist, wie ich finde, ein essentieller Aspekt von dem Leben an sich, sage ich mal so, ja. Weil, ja, klar, wie soll ich in Urlaub fahren zum Beispiel? Oder wie soll ich mir die Welt anschauen, wenn ich nicht die nötigen finanziellen Mittel dazu habe? Liebe Freunde, das ist wichtig, ja. Also noch einmal darüber nachdenken, was ich mit meinen Aussagen versuche zu bewirken. Es geht hier nicht darum, irgendwie jemanden zu denunzieren oder irgendwelche Gruppen aufzuhetzen oder. Das ist nicht der Grund dahinter. Mein Thema ist es, Leute auf dieses Thema Vorsorge hinzuweisen, aber eben auch durch Missstände. Und ja, diese Missstände sind nun mal da, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die waren halt lange vor mir ist jetzt blöd gesagt, ja, gewissermaßen stimmt es ja schon. Die sind schon sehr lange da und ich finde, das ist wichtig, ja, eben Leuten zu sagen, hey, pass auf, diesen Missstand und das ist zurzeit so und so, die Sachlage, vergegenwärtigt euch diese Situationen, bildet eure Meinung, ja, wenn ihr der Meinung seid, okay, ich habe hier vielleicht nicht unbedingt die optimale Beweiskraft, ja, dann bildet euch eure eigene Meinung, recherchiert, ja, aber nehmt die Dinge nicht so als gegeben hin, das ist der Tenor, den ich euch nur mitgeben kann. Jetzt aber noch ein paar Worte zu Silber, es ist mir auch sehr wichtig, da gehe ich auch nochmal vorab auf einen Kommentar ein, was jemand zu dem Thema Silber geschrieben hat, denn derjenige meinte, mit diesem Thema Silber werdet ihr wahrscheinlich noch schneller in die Armut rutschen wie ohne Silber. Auch dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Noch einmal, das habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt. Ich möchte es nochmal gerne wiederholen, weil mir das sehr wichtig ist. Silber und Gold. Man kann dazu stehen, wie man will. Ja, und es herrscht immer noch die Meinung, siehe Bibel etc., dass Gold irgendwas ganz Gefährliches ist oder irgendetwas mit irgendetwas assoziiert werden muss, was nur für ganz reiche Leute sind, die sowieso verdorben sind und da ganz oben stehen und mit Schwertern aus den Augen auf die Menschheit herabblickend etc. und so weiter. Ja, so ist es aber nicht. Ja, weil Gold, und das habe ich auch schon erklärt, so wie Silber, unterliegt nicht unbedingt einer sehr starken Inflation, sondern wenn überhaupt einen sehr imaginären, also eine sehr geringen Inflation, wenn überhaupt, ja, warum, wieso nicht, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, das werde ich jetzt hier nicht nochmal erwähnen. Und deswegen ist es halt eben so gut geeignet, um die eigene Vorsorge zu betreiben, weil ihr diesen Wert, den ihr schöpft in der Arbeit oder, wo immer ihr auch euren Wert herausschöpft, durch Arbeit, meistens zumindest, nicht mehr verloren geht. Und das ist ja genau das, worum es geht, liebe Freunde. Pardon. Ihr seht schon, ganz fit bin ich noch nicht. Das ist ja genau das, worum es geht, ja? Was bringt es mir denn, wenn ich in die Arbeit gehe, einen 100-Euro-Schein kriege, nur so als Beispiel, und dann kommt eine Regierung daher, oder in dem Fall nicht mal die Regierung, weil es ist ja nicht die Regierung, sondern in dem Fall ja sogar die EZB, ja? Die nicht an die deutsche Regierung angegliedert ist. Muss man ja auch mal erwähnen, ja? Dann hergeht und sagt, pass auf, ich werte diesen 100-Euro-Schein ab, sodass er real nur noch eine Kaufkraft von 50 Euro hat. Ja? Du bist aber trotzdem für diese 100 Euro Kaufkraft in die Arbeit gegangen. Ja? Das heißt, du hast für die Hälfte dessen, was du gearbeitet hast, keine Entlohnung mehr in der Hand. Auch wenn du die Entlohnung gewissermaßen von der Arbeit bekommen hast. Ja? Die andere Hälfte wurde dir einfach weggenommen.
Und das ist der Punkt, liebe Freunde. Diese 50 Euro sind weg. Die seht ihr nie wieder. Das heißt, ihr habt eine reale Kaufkraft, zum Beispiel, nochmal, nicht jetzt an diesen 50, an den Zahlen aufhängen, ja, diese reale Kaufkraft geht verloren. Das ist der Punkt. Es bringt mir doch nichts, wenn eine schöne Zahl auf irgendein Papierschein draufsteht, ja, und dann kann ich aber mit dieser Zahl nicht real meine Käufe tätigen, weil die reale Kaufkraft dahinter nicht mehr steht. Das ist der Punkt, den viele nicht verstehen wollen, ja. Für alle diejenigen, die das gerne nochmal nachrecherchieren wollen, warum und wieso, was das mit diesem Thema Kaufkraft auf sich hat, schaut euch mal die Geschichte Deutschlands an, vor vielen, vielen Jahren, und fragt euch, warum so viele Menschen mit so extrem krass hochgewerteten Papierscheinen mit vollen Einkaufswagen, voller Papierscheinen in die Geschäfte, in den Discounter gelaufen sind, um sich nur ein Stück Brot zu kaufen, ja? Das ist Hyperinflation. Gut, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wir haben jetzt hier die ultimative Hyperinflation. Das nicht, ja? Fairerweise halber sollte man dazu sagen, dass die offizielle Inflationsrate bei ca. 2% jährlich liegt. So, das muss man fairerweise dazu sagen, ja? Bevor man jetzt wieder hier die großen Kritiker kommt und sagt, ah, aber der Matze, der hat gesagt, ja. Aber trotzdem, rechnet es euch aus, ja. 2% jährlich, nur offiziell, zugegeben, offiziell, ja. Das heißt, das sind über einen Zeitraum von 10 Jahren, 2, 4, 6, 8, 10, in 5 Jahren, das sind es schon 20%, ja, die sich runterradiert haben. Also, liebe Leute, offensichtlicher geht es ja gar nicht. Und davon haben wir noch nicht einmal von der realen Inflationsrate gesprochen. Insofern ist Silber und vor allen Dingen auch Gold ein wichtiges Thema, um eigene Vorsorge zu betreiben, aber nicht ausschließlich. Das sagte ich auch schon in anderen Videos, dass man durchaus aber auch gleich mehrgleisig fahren kann. Sei es zum Beispiel mit ETFs oder meinetwegen mit Aktien oder mit Sachwerten, wie zum Beispiel Immobilien, wobei man da auch aufpassen muss. Die Immobilienpreise in Deutschland sind halt momentan extrem krass, ja, also extrem teuer, ja. Wenn ich mir andere Länder anschaue, wie zum Beispiel ein großer YouTuber, der in Madeira wohnt, ungespielt, ungeklickt und so weiter, ja, und da ein Haus mit Grundstück circa schon ab 200.000 Euro hergeht, ja, und sowas, wenn du das mit deutschen Preisen, Immobilienpreisen vergleichst, dann kriegst du in Deutschland, wenn überhaupt, dafür eine Kuhscheune, ja. Nur so als Beispiel, liebe Freunde. Und das ist genau der Punkt. Man muss halt versuchen, durch diese Finanzpolitik oder durch dieses Finanzsystem durchzuschauen. Gerne eure Meinung dazu posten, was ihr dazu meint. Ich würde das Video an dieser Stelle gerne beenden und einfach mal zum Nachdenken anregen. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, hier bei mir an diesem schönen Montagabend zuzuhören. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nicht schlecht, da freue ich mich immer sehr darüber. In letzter Zeit habe ich wieder einen sehr guten Zulauf, das freut mich wirklich. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Und vergesst nicht, Silber und Gold. Bis dahin.